glauben, dass wir gleich mit zwei Kindern gesegnet werden. Ich bin mir sicher, sie werden Dinge vollbringen, die sie alleine nicht schaffen. Ich bin mir sicher, sie werden sich das auch mal zaufen. Aber ich sehe, wie sie sich gegenseitig helfen, wenn sie füreinander da sind. Ihr vertauschen sie sich auf, wenn sie groß geworden sind. Klaus. Und Lukas. Wie sollen sie denn später werden, wenn sie groß sind? Genauso lieb wie du. Ich wollte gerade sagen. Genauso lieb. Du. Gut. Und es ist entschieden. Klaus. Lukas. Macht und macht stolz. Tut mir leid, Klaus, aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Das Herz pocht. Der Maskettenmann starrt Lukas an. Der Maskettenmann verdeckt seine Ohren. Lukas schließt seine Augen. Der maskierte Mann schließt seine Augen. Der maskierte Mann starrt Lukas an. Lukas möchte nur noch weinen. Schaut sich um, als ob er nach etwas sucht.
Der maskierte Mann entfernt seine Maske. Sein Gesicht sieht genauso aus wie das von Lukas. Es war Klaus. Klaus feuert eine heftige Blitzladung ab. Nein! Lukas Rankin Badge reflektiert das Licht zurück. Nein! Klaus! Ein tödlicher Schaden. Nein. Klaus. Klaus geht langsam auf Lukas zu. Klaus umarmt Lukas. Lukas erinnert sich an seinen Geruch. So hätte es nicht kommen müssen. Jetzt ist alles vorbei. Klaus ist tot. Es tut mir wirklich leid, dass es so kommen musste. Ich bin froh, dass wir kurz vor dem Ende nochmal zusammen sein können. Danke. Dad, es tut mir leid, dass ich dir nicht zugehört habe. Ich gehe jetzt dahin, wo unsere Mutter ist. Lukas, ich hoffe, wir sehen uns eines Tages wieder. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Es tut mir leid. Ich bin mir sicher, wir sehen uns irgendwann wieder. Das war Klaus' letzter Atemzug. Er ist tot. Lukas, vielen Dank. Klaus war einfach nur hastig. Das ist alles. Ich hoffe, du vergibst deinem hastigen Bruder, oder? Alles klar. Das wär's. Die Zeit ist für dich gekommen, die letzte Nadel des Drachen zu ziehen. Bist du bereit? Ja. Beide, genau an Klaus, haben dir unser Schicksal anvertraut. Glaub an dich selbst und zieh die letzte Nadel. Nichts muss mehr versiegelt werden. Lasst uns zusammen den versiegelten Drachen zu unserem neuen Freund erklären. Übertrage dein Herz auf den Drachen. Bete du aus tiefstem Herzen. Sag ihm, dass er alles Leben auf dieser Welt beschützen soll. Ich und alle anderen, wir glauben an dich. Und deshalb musst du auch an dich selbst glauben. Nun geh. Der Drache wartet darauf aufzuwachen. Alles klar. Es ist soweit. Dein Leben und das Leben jedes anderen, die an dich glauben. Willst du diese Leben aufs Spiel setzen und die letzte Nadel ziehen?